So, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück bei FIFA 15 und Zockermania. Ja, wir haben übel kassiert, wir haben wieder 1-0 gegen den AC Mailand verloren. Die Schwierigkeitsstufe Profi war einfach zu heftig, ich habe es jetzt auf Halbprofi runtergestellt. Das ist eigentlich die Stufe, auf der ich spiele und auf der ich auch gelegentlich mal ein Spielchen verliere. Vielleicht können wir die ganze Nummer da so noch retten. Mehr kann ich mir da jetzt auch nicht mehr vorstellen, weil wir sind letzter Platz in unserer Gruppe, haben einfach nur 3 Punkte und ja, jetzt spielen wir auch noch gegen den... Oh, die darf ich nicht. Oh ja, gut, man fällt natürlich dann um. Jetzt spielen wir hier auch noch gegen den Tabellenführer und das wird eine heftige Nummer. Wir müssen unheimlich viele Tore schießen, damit wir irgendwie die Tordifferenz auch einigermaßen hochpushen. Die ist nämlich ziemlich scheiße bei uns. Und ihr seht schon, das ist ein massiver Unterschied. Wir werden nicht mehr angegriffen. Zack. Und machen natürlich dann gleich irgendwie ein Tor, auch wenn es jetzt sehr glücklich war. Das war jetzt wieder ein typisches Joe Hart-Tor. Aber ja, ich glaube, ich werde das jetzt so auch mal weiterspielen auf der Stufe. Wie gesagt, da verliere ich zwischendrin auch nochmal ein Spiel. Aber die meisten kann ich schon relativ souverän gewinnen und vor allem muss ich mich da nicht so hart einfach drauf konzentrieren und es hat eh keinen Sinn, weil ich habe mich drauf konzentriert und übel verloren und dann wäre das ganze Turnier ziemlich schnell im Eimer. Das wäre auch ein bisschen blöd. So, da bin ich einfach noch nicht gut genug. Da fehlen mir auch einfach Steuerungselemente, Steuerungskniffe. Ich kenne die nicht. Also ich weiß nicht, wie man dribbelt. Ich weiß nicht, wie man sich jetzt explizit in einen Ball reinstellt oder auch den gegnerischen Spieler entsprechend einen Ball abnimmt. Keine Ahnung. Und da könnte ich jetzt natürlich irgendwie nachschauen und mir irgendwelche Tutorials reinziehen. Mache ich auch. Allerdings nicht jetzt, weil ich bin hier noch in der gleichen Aufnahmesession. Und... Oh, so. Ich will mich jetzt hier, wie gesagt, nicht so sehr auf das Spiel an sich konzentrieren, sondern vielmehr auf das, was ich euch so erzählen kann. Bam, 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 bam. Den holen wir uns. So. Und ihr seht schon, also die gegnerischen Spieler, die kommen da nicht mehr so sehr hinterher. Das war jetzt ein Fehler. Und sie greifen auch nicht an. Also wie ihr jetzt gesehen habt, das ist ziemlich... Sowas ist mal eine Ausnahme. Aber es ist ziemlich easy, den Ball einfach zu behalten. So. Zack, Arjen Robben. Gut, also wir haben jetzt nur eine Chance mit Siegen hier wirklich uns hochzuziehen. Und Manchester muss die Gegner alle wegputzen, wegfegen. Sonst sind wir da weg vom Fenster. Abseits vermutlich, ja. Gut. So. Es ist ja ein großes Battle zwischen der FIFA-Reihe und der Pro Evolution Soccer-Reihe, PES. Kommt ja auch jedes Jahr raus. Und in der Regel halt dann irgendwie mit, wenn bei FIFA halt Messi drauf ist, findest du halt bei Pro Evolution Soccer halt dann gerne mal Ronaldo oder irgendwie einen anderen guten Spieler, aber auf keinen Fall halt Messi. Zack. So. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil an sich sind die Spiele ja schon ziemlich verschieden. Ich habe früher auch Pro Evolution Soccer gespielt, also ich kenne das Spiel, habe da mal 2 Versionen gespielt gehabt. Und mir hat es eigentlich auch gut gefallen, also ich fand es auch nett. Es ist ein bisschen anders, ich fand es ein bisschen einfacher, um ehrlich zu sein, als FIFA, auch wenn viele das ja andersrum sehen. Aber zumindest habe ich das jetzt schon oft gehört, dass einige gesagt haben, ja, boah, Pro Evolution Soccer ist auf jeden Fall ja, komplizierter als FIFA. Finde ich aber nicht. Also ich finde, FIFA ist ein bisschen anspruchsvoller und vor allem halt aber realistischer, also ein Ticken realistischer. Backt vielleicht ein bisschen mehr rum, aber wenn es denn funktioniert, dann ist es... in meinen Augen realistischer. Und grafisch gesehen nehmen sich die nicht viel. Also in meiner subjektiven Wahrnehmung
ist das relativ. Oh, danke für die Weiterleitung. So, Lever. Zack. So. Ihr seht, auch die Torhüter sind nicht so gut, wobei das jetzt hier der Englische wieder ist, also Joe Hart. Der ist ohnehin nicht so die Bestie im Tor. Bumm. Und so können wir die ganze Nummer dann vielleicht doch noch rumreißen. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr spielt. Spielt ihr FIFA oder bevorzugt ihr FIFA oder Pro Evolution Soccer? Also PES. Würde mich interessieren, schreibt es doch mal in die Kommentare und schreibt doch auch mal, warum ihr das jeweilige Spiel favorisiert. Also was ist der Hauptgrund oder gibt's da viele verschiedene und man kann gar nicht so einen einzigen nennen. Es gibt ja auch viele, die sind einfach mit einem von beiden irgendwie aufgewachsen, haben halt eins mal bekommen oder so in der Kindheit und haben das halt dann ja beibehalten. Ach, den hat er gehalten, glaube ich. Ne, Abschluss. Und ja, also es gab früher in meiner Kindheit, gab es viele verschiedene Spiele, also Fußballspiele. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich habe auf der PlayStation 1 allein schon, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Spiele gehabt. Und das fand ich schon stark. Die meisten von denen haben natürlich die Lizenzen nicht gehabt für die Namen und für die Vereine und so. Das heißt, da hieß halt dann damals noch Oliver Kahn zum Beispiel, hieß halt in diesem Spiel dann nicht Kahn, sondern Quarne, also mit Q vorne dran und den Namen halt ein bisschen verzerrt. So, raus hier. Ribéry, lauf. Genau. Und das fand ich aber ganz cool eigentlich. War das jetzt kein Foul? Ach komm. Ja, heutzutage ist es ja alles ein bisschen eingeschlafen. Also es gibt da echt nur noch diese zwei. Also FIFA und Pro Evolution Soccer. Ich kann mich daran erinnern, dass es damals auch ein eigenes Bundesligaspiel gab. Oh, der ging daneben. Dass sich wirklich nur, da hast du nur Bundesliga-Teams spielen können. Da waren die Namen auch richtig. Das fand ich ziemlich cool, weil die Namen eben gepasst haben und da konnte man auch Hallenturniere und so spielen. Das war auch eigentlich ganz gut gemacht. Also hat mir echt Spaß gemacht, das zu spielen. Irgendwie wurde es aber nicht weiterentwickelt. Also ich habe das auch nicht mehr weiter verfolgt. Dann, da war ich auch noch zu jung. Aber grundsätzlich fand ich das schon cool. Bisschen Konkurrenzkampf halt auch. Also FIFA kann sich im Grunde jetzt halt auch alles erlauben. Die können hier jedes Jahr aufs Neue ein Spiel rausbringen, das im Grunde nur bedingt besser ist als das Spiel vom Vorjahr. Weil es gibt keine wirkliche Konkurrenz. Pro Evolution Soccer ist nicht verbreitet genug, als dass es jetzt wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz wäre. Und auch wenn es denn wirklich besser wäre, hätte es auch wenig Chancen. Also die Marketingmaschinerie hinter FIFA ist natürlich enorm. Jetzt haben wir hier Halbzeit. Und machen wir gleich mal weiter. Wir führen mit 2:0. Ja, also finde ich auf jeden Fall super interessant, wie sich diese ganze Nummer entwickelt hat. Auch zum Beispiel die Fußballmanager. Da gab es ja hier den FIFA Fußballmanager. Ist ja eingestellt worden. Ist er nicht mehr wirklich lukrativ gewesen, haben die Leute, oh, da ist er weggerutscht, ist auch nasser Boden, den haben die Leute nicht mehr so gekauft, war halt auch jedes Jahr irgendwie das gleiche und da haben sie es mit der Dreistigkeit halt auf die Spitze getrieben, da haben sie dann irgendwie, die letzte Version war halt irgendwie, es ging mit euch zwei AP, war halt überhaupt kein Update mehr im Vergleich zur Vorgängerversion, einfach nur ein neues Label drauf und fertig und das war halt schon ein bisschen grenzwertig, also ist dann draufgegangen halt einfach. Und generell so Sportspiele, habe ich das Gefühl, sind nicht mehr so beliebt. Also es gibt natürlich noch diese Autorennen-Geschichten, die auch noch ganz gut, kein Abseits, die auch noch ganz gut funktionieren. Ja, den hat er sich geholt. Aber auch nicht mehr so heftig. Also Formel 1 ist auch nicht mehr so der Mega-Brüller, also der Mega-Kassenschlager. Hier, die ist aktuellste Formel 1. Was jetzt? Ah ja. Ich glaube F1 2015 ist es dann oder sowas jetzt, aktuell. Und habe ich früher auch ganz gern gespielt, die Formel 1 Reihe. Weil ich damals aber auch Formel 1 ganz gern im Fernsehen immer verfolgt habe. Hier noch mit Niki Lauda, der ist glaube ich immer noch da am Start. Also das ist ja ein ziemliches Urgestein. Oh. So.
gelbes Kärtchen. Kompanie, ah, den mag ich gar nicht. Den mag ich gar nicht. Das sind alles aus irgendwie so Söldnertruppen, finde ich. Also es ist so ein blöder Begriff, aber diese ganzen Emirats- oder Scheich-Mannschaften sind irgendwie, ich weiß nicht, mit denen komme ich nicht so klar. Die sind schon stark, die haben sich halt gute, relativ bezahlbare Spieler irgendwie gekauft. Die ganz großen Namen kaufen sie sich dann nicht. So. Ah, der war zu fest. Die kaufen sie sich dann nicht, das ist zu teuer. Aber sie kaufen sich halt dann so einen wie ihn hier, Vincent Kompany, der ist schon nicht schlecht als Spieler. Aber man hat ihn halt günstig bekommen. Also, und jetzt spielt er halt da. Ist relativ teuer. In meinen Augen sind die meisten Spieler von diesen Teams, also hier sowas wie Manchester City, einfach stark überteuert. Also diese Spieler sind ihren Preis dann nicht wert. Ist das Geld hat irgendwie in die Höhe geschraubt worden. Und ja, das ist halt ein bisschen albern dann. Wenn ich dann irgendwie schaue, okay, hier ein Müller oder ein Toni Kroos oder ja, von mir aus auch ein Messi und ein Ronaldo, die haben einen ganz anderen Wert, finde ich, als jetzt hier so ein, ja, Vincent Kompany. Ja, oh Mann, schon wieder. Aber diesmal war er es nicht, oder? Doch, war er schon wieder. Rote Karte, jetzt ist er weg vom Fenster. Tja. Alter. Naja. War halt einfach wieder ein Foul an den Fußballgott. So. Ah, nee, das hat nicht geklappt. Da wurde mal übermütig. Wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass wir immer noch hier ein paar Tore machen müssen. Oh, den hat er sogar gehalten. Und man darf nicht vergessen, dass ich die Schwierigkeit runterstellen musste. Was natürlich auch irgendwie blöd ist. Aber sonst wäre die ganze Aktion hier den Bach runtergegangen. So. Ja, und mir hat es den Controller wieder ausgeschalten aus irgendeinem Grund. Zack. Sorry dafür. Da kümmere ich mich auch irgendwie mal. Vielleicht nehme ich den anderen einfach her. Das wäre mal eine Idee. So, Philipp Lahm, ja. Zu Philipp Lahm wollte ich ohnehin in der zweiten Folge, glaube ich, schon was erzählen. Der ist jetzt momentan bei den Bayern ein bisschen verletzt. Der ist gerade wieder am fit werden. Finde ich ziemlich schade, dass der sich jetzt verletzt hat. Der ist ein super Spieler. Ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber in meinen Augen der stärkste Abwehrspieler der Welt. Also auch wenn er nicht so groß ist und im Grunde seine Kopfballstärke jetzt natürlich darunter ein bisschen leiden sollte, finde ich, ist es auch nicht so. Also der ist einfach ein kleiner Kämpfer. So, der haut schon richtig rein und da gibt es halt keinen Ersatz. Also der hat Fähigkeiten und ein Wert, der ist unbezahlbar eigentlich. Also in der Abwehr so jemanden zu haben, dann hat man, wer das hat, der hat eigentlich schon gewonnen. Da haben die Bayern natürlich dann einen riesen Vorteil dadurch, dass sie da natürlich den Philipp Lahm am Start haben. Ich finde es deswegen auch so ein bisschen unverständlich, dass Guardiola ihn ins Mittelfeld gesetzt hat. Er kann natürlich im Mittelfeld spielen, aber Philipp Lahm kann auch im Sturm spielen im Notfall. Der ist 100-mal besser als der Großteil der anderen Stürmer, die hier so rumgurken in der Bundesliga. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein für viele, aber der Großteil ist wirklich für den Arsch. Also ich finde dass wir so eine Stürmer grundsätzlich auch im internationalen Fußball einen Stürmerflaute haben. Also da fehlt es einfach irgendwie an starken Stürmern. Wenn man da jetzt schaut, Italien hat eigentlich momentan keinen mehr. Also weil sich natürlich auch das Fußballspielen an sich irgendwie verändert hat. Also es wird heute anders Fußball gespielt als eben noch vor 5 Jahren vielleicht. Oder auch vor allem halt auch als vor 10 Jahren. Luca Toni oder so, der ja als Italiener zum Beispiel auch bei Bayern ja extrem erfolgreich war, der ist mit seiner Spielweise einfach nicht mehr up-to-date, genauso wie Mario Gomez, der jetzt in Italien ja wieder ein Tier ist, der da auch einiges trifft. Aber
ist halt irgendwie nicht mehr so die Spielweise, die jetzt hier im modernen Fußball gespielt wird. Ich glaube, der wird auch in der Bundesliga schon noch einigermaßen gut treffen, weil im Grunde bis auf die Bayern da niemand irgendwie ein so innovatives Spielsystem hat, aber er passt halt nicht mehr ins Bayern-System rein, weil er zu wenig läuft und so. Das ist halt dann immer so eine Sache. Also, da gibt es halt dann wirklich dann Spieler wie zum Beispiel auch Götze oder auch Reus vor allem, der bei Dortmund jetzt halt so wirklich seine Chance hat. Oh Scheiße, jetzt bin ich jetzt ausgelaufen. Der da richtig, richtig innovativ spielen kann. Das ist ein super starker Spieler geworden. Marco Reus ist für mich einer der besten Spieler, die wir in Deutschland momentan haben, obwohl er noch so jung ist. Und auch ohne Führerschein. Also von dem her, das ist mir wurscht. Genauso wie Mario Götze natürlich. Also da hat Dortmund schon zwei richtig starke Kollegen hervorgebracht. Wohingegen jetzt natürlich Lewandowski muss man schauen. Aber gut. Der hat sich natürlich auch schon irgendwie mehr oder weniger bewiesen. Schießt natürlich auch seine Tore. Und ja. Das ist für Dortmund natürlich ein harter Schlag gewesen, aber dazu können wir in der nächsten Folge eigentlich ein bisschen mal was erzählen oder ein bisschen reden. Hier über das Dortmund-Bayern-Problem, wenn man so will. Die beiden, die betteln sich ja so ein bisschen. Die Bayern kaufen halt gute Spieler, damit sie halt auch in der Bundesliga bleiben. Vorwiegend dann natürlich auch von Dortmund in letzter Zeit mit Lewandowski und Götze. Reus war ja auch so mal angedacht gewesen. Geht da noch was? Ja, nein. Gut. Naja, schauen wir mal. In der nächsten Folge quatschen wir nochmal über das Dortmund-Bayern-Verhältnis. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir haben jetzt gewonnen. Das ganze Turnier hat natürlich jetzt ein bisschen am Pfeffer verloren, weil die Schwierigkeit ist halt jetzt, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt 3-0 gewonnen. Ja, das ist jetzt nicht mehr so heftig. Also, wie gesagt, das ist eigentlich so der Bereich, in dem ich normalerweise spiele. Dieser Profibereich, Profi, das ist ja Profi ist in der Mitte. Ich meine, da drüber kommt noch Weltklasse und Legende. Ich habe, glaube ich, noch nie auf Legende gespielt, einfach nur aus Angst vor Folgeschäden, wenn mich der Computer so zerstört. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht machen wir das auch mal und schauen wir mal, wie hoch wir verlieren. Und jo. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Vorschläge, wie ihr wisst ja. Einfach rein in die Kommentare damit. Schaut auch gerne auf Facebook vorbei. Dort bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Gerne auch auf Twitter. Und lasst uns doch auf YouTube ein Abo da. Das wäre super cool. Ich freue mich auf morgen und ja, bis dann. Ciao.